Wir hatten uns von Anfang an getäuscht. Und erst jetzt, im zweiten Jahrzehnt des Krieges, beginnen wir zu verstehen, welche Fehler wir gemacht hatten. Wir lebten in Harmonie mit den Feien. In einer Welt voller neuer Magie. Vielleicht hätten wir vorhersehen müssen, was diese Flut mit sich bringen würde. Welche Macht erwachen könnte. Gewaltig genug, um sogar die ewigen, unveränderlichen Feien zu verderben. Doch Gatflu, der neue König des Hofs des Winters, überraschte uns alle. Er war anders als seinesgleichen. Einzigartig unter den Feien. Aggressiv, ehrgeizig, visionär. Er besaß Macht, wie wir sie nie zuvor gesehen hatten. Schrecklich und todbringend. Gatflu und seine Anhänger, die Tuatha De Jon, glaubten, im Osten unter Gatflus Kristallfestung Amethyn würde ein neuer Gott geboren werden. Und im Namen dieses Gottes zogen sie gegen die jungen Völker Amalurs in den Krieg. Gegen eine sterbliche Armee hätten wir, ungeachtet der Macht ihres Gottes, siegreich sein können. Doch die Feien sind Geschöpfe der Magie, nicht gebunden an die Gesetze von Leben und Tod. Jeder gefallene Tuatha kehrte schon bald wieder ins Leben zurück. Denn für die Feien ist der Tod ohne Bedeutung. Wie sollten wir gegen eine derartige Macht bestehen? 10 Jahre lang tobte der Krieg. 10 Jahre lang kämpften und starben die Armeen der Menschen und Alpha. Und als unsere Zahl schwand, wussten wir, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde. Unser Schicksal stand fest. Zumindest glaubten wir das. Bis ihr gestorben seid. Was glaubst du, haben wir hier? Ein Alpha? Varani? Ist vielleicht sogar ein J? Ist immer wieder spannend, nicht wahr, Guran? Konzentrier dich auf die Arbeit, Junge. Es ist egal, was es ist. Tod ist tot. Und wir sollten auch heilfroh sein, dass wir hier nichts anderes sehen. Na los, jetzt zieh schon das Laken weg. Denn was immer das hier auch sein mag, es muss in unseren Bericht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kingdoms of Amalur. Ein ganz neues RPG, eine ganz neue RPG-Reihe, und zwar Reckoning. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dieses Spiel mit euch zusammen zu spielen. Es warten viele, viele Stunden Spielspaß auf uns, eine interessante Story, viele verrückte Sidequests, ein ganz tolles Kampfsystem. Und wir werden sehr, sehr, sehr viel Zeit mit diesem Let's Play verbringen, denn ich bin Sidequest-freudig. Hier haben wir jetzt also die Möglichkeit zu wählen, wer wir sind. Wir sind zwar anscheinend tot, aber wir können uns immer noch aussuchen, wie wir aussehen. Da ich ja allerdings eine Frau bin, nehmen wir natürlich auch eine Frau. Die Almain sind eine kriegerische und religiöse Nation, um deren Herkunft sich zahlreiche Geschichten ranken. Viele Almain kommen auf der Suche nach Freiheit in die Feienlande, halten dabei die Traditionen ihrer Heimat jedoch stets in Ehren. Wir haben hier Volkboni wie Schmiedekunst, Überzeugung, Alchemie. Schauen wir uns natürlich noch die anderen an. Varani. Abgehärtet durch ein Leben auf See gibt es unter den Varani ebenso viele Piraten und Söldner wie gewiefte Händler. Sie bevorzugen Schwerter und Dolche als Waffen, die auch für einen Kampf auf See geeignet sind. Schlösserkunde, Handeln, Sinnesschärfe, passt alles gut zu Piraten. Liosalfa. Die Liosalfa sind ein altes, stolzes Volk aus den gefrorenen Ländern des Nordens. Sie halten sich selbst für fähig, bei allem, was im Wind, der Sonne und unter dem Himmel existiert, richtig von falsch zu unterscheiden und sind in ihrem Urteil stets gerecht und angemessen. Da haben wir also die Fähren unter den Völkern. Gemmenschleifen, Alchemie und Bannen. Das Bannen eignet sich ganz gut. Ihr werdet später noch sehen, was mit Bannen gemeint ist.
Dokalfa. Die Dokalfa sind als kultivierte Gelehrte auf den Gebieten der Magie und Diplomatie bekannt. Sie schrecken nicht vor einer Auseinandersetzung zurück, ziehen es jedoch vor, Streitigkeiten feinsinnig und anmutig oder effizient und in aller Stille zu lösen. Gut, da ich ein Diplomat bin und prinzipiell Magie bevorzuge, werde ich auch dieses Volk hier wählen. Wir haben ja einen ganz angenehmen Volkerboni, Gemmenschleifen, Überzeugung und Verstohlenheit. Damit können wir ganz viel anfangen. Wir werden sowieso uns später noch ganz individuell unseren Charakter entwickeln lassen können. Das ist übrigens ein Teil dieses RPGs, was uns noch sehr, sehr, sehr zuvorkommen wird, wenn wir ein Volk wählen. Es ist ja am Anfang eigentlich egal, was wir nutzen. Wir können uns ganz, ganz frei davon entwickeln, mit welchem Kampfsystem wir kämpfen wollen und so weiter und so fort. Und hier können wir unsere Göttin wählen, die uns dann halt auch Boni gewährt. Oder wir haben keine Göttin und genießen die Vorteile dieser Unabhängigkeit. Gehen wir zur Weisheit. Hetene, Göttin der Weisheit und der Kunst, gibt uns einen Mana-Bonus, was natürlich für unsere Magier-Dame hier ein großer Vorteil wäre. Da ich sehr gerne Magier spiele, werde ich das wahrscheinlich auch nehmen. Gucken wir uns aber nochmal um. Liebe. Arylia, Göttin der Liebe und Schönheit. Ein Lebensbonus, eine Volltrefferchance. Tod. Belen, Gott des Todes. Schicksal. Lyria, Göttin des Schicksals, der Magie und des Glücks. Ah, das ist interessant. Das wäre natürlich auch für eine zaubernde Kämpferin ganz guter Vorteil. Mana und Mana-Regeneration. Unfrieden. Lupoku, Gott des Unfriedens, Schutzgott der Braukunst. Nicht schlecht. Gift und Giftresistenz. Bedeutet, andere Leute zu vergiften? Ja, das macht auch viel Spaß. Und wenn wir niemanden als Gott wählen, haben wir natürlich auch keine Boni-Vorteile. Ich mag das Schicksal und in diesem Spiel geht es anscheinend auch um das Schicksal. Also Mana, Mana-Regeneration. Das passt doch ganz gut. Weiter geht's. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns natürlich das Aussehen noch zu bestimmen. Wir haben schon Vorgaben. Ich orientiere mich mal hier an meiner Lieblingsvorgabe. Ich habe dieses Spiel zum Valentinstag geschenkt bekommen. Er ist sofort gestartet und 10 Stunden nicht mehr aufgehört. Ich bin in der Hauptstory so gut wie nicht vorangekommen. Ich habe viele Sidequests gemacht, also sonderlich gespoilert habe ich mich selber nicht. Allerdings kenne ich dadurch das Spiel schon etwas, kann aber sagen, dass ich wahrscheinlich gerade mal 1% geschafft habe und wir hier wohl 1000 Stunden verbringen werden. Das Gesicht gefällt mir so schon ganz gut. Wir haben ja noch zu viele andere Möglichkeiten, aber ich finde dieses Gesicht eigentlich sehr schön. Und den Hautton habe ich ja eigentlich bei Rollenspielen immer ein bisschen ungewöhnlich. Also ganz hell würde jetzt mir entsprechen, aber warum nicht mal ganz dunkel sein? Die Augenfarbe, tja, vielleicht passend zu der dunklen Haut, gibt es da auch ein Grau? Ja, wunderschön. Lidschattenfarbe, ja, da müssen wir die Intensität ein bisschen hochstellen. Ich mag aber keinen Lidschatten. Und den Lippenstift. Da haben wir ja viele verschiedene Farben, die wir durchgehen können. Tja, wenn wir da die Intensität einfach ein bisschen runterstellen. Ich weiß nicht. So was Blaues, das Lila, ne, passt eigentlich ganz gut so zu ihrem Typ. Ja, ist immer schwierig. Also ich kann mich da mal nicht entscheiden. Vielleicht auch gar keine, weil ihre dunklen schwarzen Lippen so vom normalen Typ schon nicht schlecht sind. Die Frisur gefällt mir eigentlich so schon total super. Ja, da gibt es jetzt hier noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So Glatze ist auch nicht schlecht oder der Irokese. Aber hier so Samus Aran ist natürlich auch nicht übel. Aber ganz ehrlich. Oh, die kurze Frisur ist natürlich noch sehr schick. Das ist sehr niedlich. Das ist natürlich sehr edel mit so langen Haaren. Tja, jetzt muss ich mich entscheiden. Zurückgebunden oder die edlen langen Haare? Ich bleibe bei zurückgebunden. Das gibt ja mehr ein kämpferisches Aussehen. Die Haarfarbe ist auch schon total schön. Wir haben natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Sie können sie sogar rothaarig machen, was natürlich auch ganz schick ist. Weißhaarig passt zu einem Magier, aber vielleicht spielen wir nicht immer Magier. So, wir haben hier die verschiedenen Rottöne. So ein bisschen rötlicheres Blond ist natürlich nicht schlecht. Wobei zu den goldenen Ohrringen passt natürlich das goldene Blond, was wir hier hatten. Ja, jetzt geht natürlich auch in die andere Richtung noch schwarz. Nee, ich bleib dabei. Augenbrauenfarbe, ich bleib dabei. Accessoires, jetzt haben wir hier den Schmuck. Haben wir noch viele andere Möglichkeiten jetzt hierzu. Ich würde fast sagen, ich bleibe hier bei diesen etwas schwereren Ohrringen. Das passt so gut zu ihrem Gesicht. Die Tätowierung. Die Tätowierungsfarbe müsste auf jeden Fall erstmal viel dunkler sein, damit wir überhaupt eine Tätowierung erkennen. Wir haben doch bestimmt auch schwarz hier. Genau, die machen wir ein bisschen farbintensiver und dann gucken wir mal, was hier so interessante Sachen dabei sind. Batman! Einmal übers Gesicht gestrichen. Das könnte man natürlich machen, wenn es dann Blut wäre. Das wäre nicht schlecht. Ich mag es ja prinzipiell, so eine Tätowierung. Ich finde, das hier sieht ganz schön aus. Jetzt sieht sie wirklich aus wie eine Kämpferin. Und ich würde sagen, das bestätigen wir jetzt so. Ich möchte mich auch nicht lange in der Charakterstellung aufhalten. Na sowas. Sieht nach einer Dokalfa aus. Und sie ist ziemlich gut erhalten. Das wäre geklärt. Stell sicher, dass es auch im Bericht steht.
Er will alle Details, das weißt du. Erstaunlich, wie gut der Körper erhalten ist. Das ist bislang der beste von allen. Ich bin nur froh, dass er sich nicht rührt. Muss ein richtiges Glückskind gewesen sein zu Lebzeiten. Brauchen wir sonst noch was? Sofern du nicht vorhast, ihm einen Namen zu geben, sind wir hier fertig. Schaffen wir ihn zu den anderen. Er möchte ihr keinen Namen geben, aber ich möchte ihr einen Namen geben. Einen Rollenspielnamen, irgendetwas Schönes, was ganz gut dazu passt. Ich bin gerade am Überlegen, ich gehe gerade in meinem Kopf ein paar Rollenspiele durch mit ein paar Namen, die ich so kenne. Vielleicht finde ich da ja was Passendes. Das ist zum Beispiel ein klassischer Name, Joker. Klingt aber, lasst mich nachdenken. Vielleicht fällt mir ja noch etwas Schöneres ein. Ein Name, es muss ja etwas sein, was uns die ganze Zeit begleitet. Das uns den gewissen Hauch von Schicksal gibt. Hier bin Jack Sparrow, ich bilde einen Hauch von Schicksal. Ja, was gibt's denn da sonst noch alles? Wenn ich jetzt schon bei diesem verdammten Namen war... Yuna, das klingt doch schön, das ist doch eingängig. Nehmen wir mal Yuna. Yuna gefällt mir. So, das war's für dich. Vielleicht läuft's beim nächsten Mal besser. Was bin ich dankbar, dass es noch keine Geruchscomputer gibt. Das ist ein wunderschöner Start in ein neues Leben. Okay, gehen wir nicht sie weg. Weg, weg, weg. Einfach nur weg von den Leichen, von dem... Okay, von den Problemen, die uns hier anscheinend noch erwarten. Einen Ausweg finden. Ja, ich möchte einen Ausweg finden. Aber erst sehe ich mir an, was hier so leuchtet. Geheimhaltung ist doch immer wichtig für unsere Arbeit. Die bedauerlichen Fehlschläge müssen sorgfältig entsorgt werden. Die sich stapelnden Altkörper in den unteren Höhlen werden zu einem Problem. Es wurde ein Brennofen bereitgestellt, um dem Abfall zu entsorgen. Die Beseitigungsarbeiten dürfen dadurch etwas weniger unangenehm werden. Es wird jedoch davon abgeraten, strömungsabwärts von dem Aschehaufen Wasser zu trinken. Gewiss keine schöne letzte Ruhestätte für die armen Dinger, doch als Trost sei gesagt, dass es ohnehin nicht ihre ursprünglichen Körper waren. Wir haben hier also eine Wir sind also tot. Okay, gut. Wir sind in einem Leichenhaufen aufgewacht. Gut, ich freue mich darüber, das passiert mir auch gerne jeden Tag. Die Wähler mal so freuen sich wahrscheinlich hier drüber. Was kann ich denn hier machen? Der sieht aber auch schon aus, als wäre eine Weile hinüber. Aha, das ist Ural, der besagte Brennhofen. Und diese Höhle scheint nicht sonderlich stabil zu sein. Oh, was haben wir denn hier? Plündern, ein rostiges Schwert. Dann nehmen wir das doch mal. So. Willkommen zum allerersten Mal im Menü. Ja, dieses Menü ist ein kleines bisschen unübersichtlich gemacht. Man hat manchmal recht lange Wege, um zu den einzelnen Menüpunkten zu kommen. Das ist in anderen Rollenspielen ein bisschen besser gelöst. Aber ich bin mir sicher, im zweiten Teil dieser Serie wird es da noch ein paar Updates geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns sehr schnell daran gewöhnen. Inventar, Waffen, die primäre Waffe, das rostige Langschwert. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir das auch mal aus.
Das passt auch ganz gut zu der aktuellen Kleidung, die wir tragen. Gut, wir haben hier die Möglichkeit, noch unsere Gegenstände, die wir bekommen, anzugucken. Das ist die Entsorgungsnotiz. Gehen wir wieder raus aus dem Menü. Und die Tür öffnet sich.